Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin einigermaßen fit und bin gestern früh ins Bett. Und dementsprechend habe ich auch ganz gut und lang geschlafen. Eine Unterbrechung, eine Pinkelpause, glaube ich, vom Schlafen. Aber ansonsten war nichts weiter los heute. Ja, temperaturmäßig war es gestern entspannter als am Mittwoch. Heute wird es aber noch mal ein bisschen wärmer mit, ja, etwas um die 30 Grad. Und am Wochenende kommt es dann ein bisschen runter, aber nicht wirklich. Guten Morgen auch in den Haus, Innenhof. Ja, wir haben gestern Thank Goodness You're Here zu Ende gespielt. Ein beklopptes Spiel, aber irgendwie macht es gute Laune, auch wenn es hier und da etwas verstörend ist vielleicht. Ja. Aber hat Spaß gemacht. Wir haben gestern 1 Stunde 40 gebraucht, dann kam der Abspann. Vorgestern 2 Stunden, also zwischen 3 und 4 Stunden Spielzeit ist das Spiel. Ich bin da echt am Überlegen, ob ich nochmal einen Run mache, um die anderen Achievements zu bekommen, die ich jetzt nicht bekommen habe, um das zu komplettieren. Aber das werde ich dann, wenn, offstream machen. Ja. Ja, ansonsten habe ich gestern noch ein bisschen Serien geguckt. Dark Matter eine Folge und Doctor Who. Und dann war es irgendwann 10:30 oder so und dann bin ich schlafen gegangen. Plan für heute ist ein bisschen was tun, arbeiten. Nach der Arbeit ein bisschen Offstream mit Jermaine Helder was 2 spielen. Heute Abend Filmabend und das ist es dann auch schon. Vielleicht dann nach dem Filmabend noch ein bisschen Serien gucken. Schauen wir mal. Jo. Ja, letztes Wochenende bin ich an dem Tag, also heute vor einer Woche nach Bristol geflogen. Das war sehr schön. Wie ist denn heute das Wetter oder das Wochenende? 12 Grad, 19 Grad, 20 Grad. Scheint dieses Wochenende dort deutlich entspannter zu sein. 20 Grad, 21, ja. Das war also letztes Wochenende zum Bristol Balloon Fiesta. Richtig, richtig gutes Wetter. Da haben die ja richtig Glück gehabt. Mal abgesehen von dem Wind, der manchmal den Start der Ballons verhindert hat, aber so Stockholm, kann man schon mal gucken, wie wird es denn da am 30.08. 20 Grad, 20, 20, 24 am Sonntag sogar, also auch relativ entspannt. Nicht drückend heiß, das ist schon mal schön. Gut, ja, am Wochenende werde ich auch ein bisschen streamen, Baldur's Gate 3 weiterspielen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch gegen das Ältestengehirn kämpfen, nur noch. Und wir haben noch ein Date mit einem Drachen. Und ja, dann schauen wir mal. Dann kicken wir mal, ob wir das am Samstag schaffen oder dann den Sonntag noch für brauchen. Am Sonntag gehe ich gegebenenfalls nochmal mit Jermaine ins Kino. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Am Montag ist er erstmal ein bisschen weg im Urlaub. Aber vielleicht gucken wir den Alien-Film oder irgendeinen anderen Film. Mal schauen. Müssen wir uns nur auf eine Spielzeit und ein Format einigen. iSense, ScreenX, IMAX oder vielleicht doch nochmal. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das heute Abend oder besser gesagt heute Nachmittag bestimmt irgendwie besprechen. Gut, dann kommt alle gut durch den Freitag, kommt gut ins Wochenende, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und ja, wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Tschüss!